Die neuen Kadetten der Marine gehen in Dublin an Bord des Segelschulschiffes Gorchfock. Unter den 120 jungen Leuten Friedrich Hofmann aus Mecklenburg-Vorpommern und Sophie Zielonka aus Hannover. Sie haben sich für 12 Jahre als Zeitsoldat verpflichtet und werden erstmal eingenordet. Im Anschluss jetzt gleich Seesack holen, runtergehen, Spind einräumen. Dazu irgendwelche Fragen? Nein, sehr schön. Dann auf, passt, vor der Sache. Stillgestanden, Bibel holen, nach vorne, weg! Friedrich Hofmann ist in der Nähe der Ostsee aufgewachsen. Ein halber Seemann. Er hat keine Angst, seekrank zu werden. Ich komme aus einem kleinen Dorf namens Warnow in der Nähe von Sinnesmühlen im schönen Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns. Ich segel sehr gerne, ich tauche auch gerne. Also bin generell gerne am, auf und im Wasser. Jetzt müssen alle aber erstmal in die Tiefe des Schiffes tauchen. Seine Kameraden haben sogar Bügel für die Ausgehuniform untergebracht. Wir lernen gleich ein bisschen Marine-Chinesisch. Erste Geige. Was ist denn die erste Geige? Das ist die Bezeichnung für die Ausgehuniform. Landratte Sophie Zielonka wühlt sich durch zur Mädchenecke. 8 Kadettinnen sind an Bord. Friedrich Hofmann erweist sich als erstaunlich genügsam. Er klagt nicht über zu wenig Platz. Nö, aber ausreichend. Ja? Auf jeden Fall. Seine Ausgehmütze lag völlig verknautscht im Seesack. Damit das wieder schneidig aussieht, packt man eine Wasserflasche rein, dann wird die gespannt, dann bleibt sie rund und dann kann man sie so da reintragen. Nach 1-2 Tagen ist die Mütze dann wieder richtig passgenau. Sophie Zielonka teilt sich mit einer anderen Soldatin den schmalen Spind. Föhn und Lockenstab hat sie gar nicht erst mitgebracht und das kleine Schwarze auch nicht. Nee, das ist auch nicht dabei. Aber hier ist kein Platz. Des Weiteren haben mit Sicherheit alle von Ihnen in irgendeiner Art und Weise ein Smartphone dabei. Grundsätzlich haben Sie aber im Dienst Ihr Handy ausgeschaltet im Spind. Haben Sie das alle verstanden? Jawohl, Herr Obmann! Weg! Jetzt machen die Ausbilder eine Schiffsführung. Wenn ihr rechts reinschaut oder einmal durchgeht, ist der Waschraum für die männlichen Kameraden. Dann einmal reingehen. Wenn Mutti das wüsste. Patrick Wöhlers Mutti war tief traurig, dass ihr Sohn wegfuhr. Die hat gestern geweint und hat gesagt, ich wünsche dir viel Spaß und viel Glück. Ja? Ja. Die hat geweint? Ja, natürlich. Sie zum ersten Mal so lange weinen, lange weg. Nö, aber ist meine Mutter, ne? Alle schlafen von nun an in Hängematten, in 3 Etagen. Po an Po, Schulter an Schulter, 6 lange Wochen. So lange dauert die Ausbildung auf der Gorchfock. Und wenn sie die Matte nicht richtig spannen, machen sie einen flotten Abgang in der Nacht. Das kann gut sein, ja. Sonst kann es wehtun in der Nacht. Ob jemand schnarcht? Das sehen wir in der ersten Nacht heute. Ich schnarch nicht. Er auch nicht. Um Mitternacht liegen endlich alle völlig geschafft in ihrer Hängematte. Es wird geschnauft und in manchen Ecken auch geschnarcht. Die Nacht ist kurz. Um 6 Uhr wird geweckt. Warschau weiß. Warschau weiß heißt in Militärsprache Achtung, Licht an. Alle sind ziemlich zerknautscht. Geschnarcht hat keiner, aber es war kuschelig, das habe ich erwartet. Aber irgendwann in der Nacht hat es dann auch mal den einen oder anderen lauten Knall gegeben. Jetzt tickt die Uhr. Jede Hängematte muss eingerollt an Deck präsentiert werden. Sophie Zielonka bemüht sich um Haltung. Ja, nicht ausgeschlafen, aber schon recht lange geschlafen. Alle haben Sportnachtzeug an. Trägt keine Kadettin ihr geblümtes oder rosa Nachthemd? Nee, wir müssen alles gleich tragen. Alle stolpern todmüde und in vorschriftsmäßigem Sportzeug an Deck. Das Bett zu Hause ist gemütlicher. Ja, das ist schon anders. Also man hat ja echt doch sehr viel Körperkontakt zu den anderen, ja, den anderen beiden Hängematten. Mit anderen Worten, es war eng. Ja. Und man bekommt halt alles mit, was da nebenan macht. Sich in 5 Minuten anziehen und die Hängematte einrollen, gelingt am ersten Morgen nicht allen. Friedrich Hofmann wird durchgewinkt. Sophie Zielonka muss nachstopfen, auch wenn die Sehnsucht nach einem heißen Kaffee groß ist. Backen und Banken heißt Essen fassen auf Marine-Chinesisch. Friedrich Hofmann ist einer der Ersten in der Frühstücksschlange.
Er war als Wehrdienstleistender schon mal 2 Jahre auf einem Schnellboot und weiß, dass sich Besteck auf schwankender See schnell selbstständig macht. Damit ich die Hände frei habe, damit es nicht irgendwo runterfällt, runterklappert, in irgendwelche Ritzen fällt. Man muss sich ja vorstellen, dass jetzt auch sehr gut Seegang sein könnte. Und dass hier alles umherschlingert und schwankt. Noch schwankt gar nichts. Niemandem ist schlecht. Alle greifen zu. Verhungern tut auf der Gorch-Fock keiner. Wer nicht so schnell aus seiner Hängematte gekrabbelt ist, steht sich die Beine platt, bis es Kaffee gibt. Sophie Zielonka verschmerzt, dass sie ihre Matte nachstopfen musste. Ach Quatsch, war ja das erste Mal, dann habe ich das wirklich eingedreht und dann ging das halt auf. Von nun an wuseln ständig Kameraden um sie herum, kommen pausenlos Ansagen. Zackig geht es weiter. Sie haben geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Schrubben gehört dazu. Für manche eine neue Erfahrung. Meine Mutter würde sagen, warum macht ihr das zu Hause nicht so? Und warum macht er das nicht? Ich weiß nicht, was hat meine Mama da? So, das Thema Mama alles gemacht. Ja, das ist ja so das erste Mal, dass sie mich wirklich putzen sehen würde. Von daher wird sie das, denke ich, mal freuen. Zum ersten Mal klettern sie heute in die Takelage. Alle sind ein bisschen aufgeregt. Guten Morgen, Forthauswache! Guten Morgen, Herr Obermann! Sehr schön, genau so möchte ich das nämlich. Wenn irgendeiner sich unwohl fühlt, wenn es irgendeinem nicht gut geht, dann sagt er das bitte dem. 2 Wochen bleiben sie erstmal im Hafen und machen Trockenübungen. Ist das bei allen angekommen? Jawohl, Herr Obermann! Das ist unser Sicherungsgeschirr für die Takelage. Wenn wir nach oben gehen, müssen wir uns natürlich sichern, damit keiner von uns runterfällt. Ob Patrick Wöhlers Mutter sich jetzt Sorgen macht? Ich habe gestern Abend mit ihr gesprochen und hat die da geheult? Ja. Ja? Ja. Nein, nicht deswegen. Nein, nein, nein. Da hat sie sich gefreut, dass ich hier hochklettern darf. Aber warum hat sie dann geweint? Weil sie mich vermisst. Gezwungen wird keiner. Während der Vorausbildung an der Marineschule Mürwik bei Flensburg haben einige schon auf dem Übungsmast festgestellt, dass Klettern nichts für sie ist. Also mir ist es zu hoch, bin ich ganz ehrlich. Mir wackelt das zu dolle und es ist mir auch zu hoch. Sie werden von einem Ausbilder begleitet, falls sie oben der Mut verlässt. Ohnehin wird hart ausgesiebt. Nicht alle dürfen hoch. Nach einem Unglück vor 5 Jahren hat die Marine gelernt. Eine Kadettin war damals aus der Takelage gestürzt. Es gab ein Auslaufverbot und heftig wurde öffentlich diskutiert, ob diese harte Ausbildung noch zeitgemäß sei. Diese ganze psychologische Seite, das hat sich wirklich umfassend geändert. Also eine psychologische Ausbilderschulung gab es früher gar nicht. Und wir sind jetzt schon viel intensiver geschult. Woran erkennt man Stress bei den einzelnen Soldaten? Was sind so Auslösefaktoren davon? Dafür haben wir auch sehr viel Personal oben im Top stehen, damit die eben, wenn einer jetzt doch Angst kriegen sollte, dann nimmt einer diesen an die Hand und beruhigt ihn und bringt ihn langsam nach unten. Ja, ich hatte da oben ein paar Probleme, aber die Ausbilder sind ja sofort zur Stelle und zeigen dann ein, wo es lang geht und das ist dann eigentlich auf jeden Fall auch gut. So wird man immer Stück für Stück sicherer. Hauptgefreite Annika Walter aus Wismar ist Ausbilderin und hat ein wachsames Auge auf die Neuen. Einen Fitnessclub braucht sie nicht. Nö, das reicht. Die ganze Übungszeit wird sie mit den Kadetten hoch und runter krabbeln. Also die Woche wird das doch ein paar Mal werden. Ist schon, ich habe ein bisschen Respekt vor der Höhe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da einfach easy hochklettern kann. Das ist wie Achterbahn fahren. Muss man sich erst mal trauen, der macht Spaß. Hier ist es jetzt noch gar nicht aufgekommen, dass ich hier irgendwie denke, ich muss hier mithalten, weil auch immer wieder gesagt wird, man soll halt auf sich selber achten. Und das ist mir auch ehrlich gesagt wichtiger, als dass ich jetzt sagen kann, hey, ich kann mit den Jungs mithalten. Bei ordentlich Seegang, bei Regen, Wind und Wetter im Dunkeln, das ist dann schon was anderes. Aber ich freue mich drauf, das ist eine Herausforderung. 1 Monat später, seit 2 Wochen sind sie auf See. Oben was! Unten was! Groß! Und steif und belegt die Stürmer, lass auf Presse! Hu weg und Befehle. Aber das haben sie schon begriffen. Nur gemeinsam können sie die Dreimastbark manövrieren, Segel setzen auf hoher See. Aus Individualisten und Einzelkindern ist ein Team geworden. Patrick Wöhlers Mutter würde staunen. Das stimmt. Das war echt anstrengend. Es sind ja ein paar Tonnen, die wir da mitziehen. Ich meine, zusammen geht das schon. Aber es ist echt warm. Wer nicht unten zieht, ist zum Segelsetzen hochgeklettert. Im Marinedeutsch aufgeentert. 40 Meter über Deck in die Takelage.
Inzwischen wissen sie genau, wer wo an welchem Tampen ziehen muss. Halt! Die Stürmerkompressen! Lass sie aber kommen! Sich oben zu sichern, ist ihnen inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Trotzdem achtet Ausbilderin Annika Walter darauf, dass sich keiner überfordert. Ich frage zwischendurch immer mal, ob sie sich sicher fühlen, ob alles in Ordnung ist, weil jetzt bei Seegang ist halt auch was anderes als im Hafen. Ob ihre Eltern sie schon mal da oben gesehen haben? Meine Mutter ist 1000 Tode gestorben. Kapitän Nils Brandt ist stolz, dass die Dreimastbark wie geschmiert übers Meer gleitet. Wir haben jetzt die Segel gesetzt, angepasst an die Windverhältnisse und an unsere Vormarschgeschwindigkeit, die wir jetzt bis Cadiz noch brauchen. Laufen wir mit über 10 Knoten jetzt wirklich schön. Das ist ein absolutes Team geworden jetzt. Ja, doch. Jeder weiß, was er zu tun hat. Alle sind engagiert. Das macht schon Spaß, das zu beobachten. Ahoi, ahoi, Kameraden, Kameraden, bisher waren sie überzeugt, ohne Smartphone, Facebook und Chillen sei das Leben sinnlos. Jetzt lernen sie Kartoffel schälen und fühlen sich manchmal wie ein Prinz auf der Erbse. Mein Daumen ist zu zart dafür. Dein Daumen ist zu zart? Zu Hause hat Sven Forden keine Kartoffeln geschält. Nur wenn ich musste, weil ich Hunger hatte und Mama gerade nicht da war. Und das kam sehr selten vor, also eigentlich nicht. In der Kombüse werden Hackbraten und Schnitzel, aber auch Grünkernbratlinge und Tofu-Klößchen zubereitet. Insgesamt 220 Mann jetzt auf dieser Tour. Und davon 10 Vegetarier. Der geht da drauf ein? Ja, müssen wir. Ist nicht wahr. Ja. Wir haben ja auch ein Anrecht auf Essen. Ja. Und dadurch, dass sie ja nicht nur die Sättigungsbeilage und das Gemüse bekommen, kriegen die natürlich noch mal eine extra Komponente dafür. Aha. Die wird natürlich auch jedes Mal zubereitet. Ah, Backen und Banken! Backen und Banken erfreut die Kadetten. Das Hochkrabbeln und Ziehen an den Tampen macht hungrig. Es gibt Suppe, ein Hauptgericht und Pudding hinterher. Danke. Nur einige leiden und spucken, obwohl die See noch flach ist. Wer nicht seekrank ist, näht nach dem Mittagessen am Seesack, wie im Handarbeitsunterricht in der Grundschule. Das ist schon was Besonderes, dass man als Mann auch hier das Nähen beigebracht bekommt. Ja. Patrick Wöhlers Mutter wäre bestimmt begeistert, wenn sie ihren Sprössling so sehe. Gestern hat er noch Integralrechnung und unregelmäßige Verben gepaukt, jetzt lernt er fürs Leben. Vorher war das immer so Hotel Mama, da hat sie das gemacht. Jetzt muss ich das machen, ne? Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann gewöhnt man sich schon. Doppelter Schutzstick. Diesmal zweimal rumgehen, bevor wir... Und noch etwas lernen sie. Seemannsknoten. Und ist vor allem für ölige, schmierige Tampen geeignet. Sehr gut. Für jeder Seemann sollte schon seemännische Knoten können. Wenn wir in der Takelage sind oder wenn wir hier an Deck sind, irgendwas machen. Es gibt in sehr, sehr vielen Bereichen halt Anwendungsknoten. Zum Beispiel, wenn eine Stellage für Reparaturen an der Bordwand heruntergelassen werden müsste. Sagen, das hält. Draufstellen würde ich mich persönlich zwar nicht, aber ich glaube, es hält. Für romantische Sonnenuntergänge haben sie keinen Blick. Halt die Segel! Okay. Auf See schlafen sie im 4-Stunden-Rhythmus. Manchmal müssen sie auch um 4 morgens hoch, Wetter und Wind im Blick haben, am Ruder stehen. Wer keine Wache hat, ist meist fix und fertig und schläft wie ein Baby. Jede Nacht macht der Schiffsbäcker 250 Brötchen und 40 Brote. Und dann zieht ein lieblicher Duft durchs Schiff. Am nächsten Morgen. Die Gorch Fock rollt und stampft im stürmischen Wind und sie spannen eine Sicherheitsleine über Deck. Damit halt der Seegang ein bisschen stärker wird und das Schiff ein bisschen hin und her schwankt, damit sich die Leute im Notfall noch mal festhalten sollen. Falls der Notfall wirklich ist und man ausrutscht, kann man sich festhalten. Ich spreche aus eigener Erfahrung, das kann nicht verdammt wehtun. Endlich, arbeiten! Endlich, Nicht auf, wenn das Deck ist.
Wie in alten Zeiten stehen die Kadetten am Ruder. Dass seine Klassenkameraden Party auf Ibiza feiern, macht Nils Stockfisch nicht neidisch. Er ist in seinem Element. Ja, sowas zu erleben, das ist wirklich einmalig. Also hier auf so einem Segelschiff, hier im Ruder zu stehen, bei so einer See, also dem passiert sowas. Ein Partyurlaub, den kann jeder machen, aber sowas hier, das ist einmalig. Doch einige sehnen sich bei diesem ungemütlichen Wetter und nach Wochen auf See auch nach Mutti. Meine Mama freut sich, wenn ich wieder zu Hause bin. Es sind ja 6 Wochen, da hat man auch schon ab und an mal ein bisschen Heimweh. Aber doch viel Zeit zum Nachdenken haben sie nicht. Die 17-jährige Ulrike Schittenhelm übt Seemannsknoten. Sie ist zwar eine Landratte, aber Seegang erschüttert sie nicht. Auch der Segelmacher tief unten im Bauch des Schiffes kommt mit Sturm und Wind klar. Er liebt Wiener Walzermusik bei rauer See. Seefahrt tut Not, hat der Namensgeber des Schiffes, der Schriftsteller Gorch Fock, einst verkündet. Manchmal zerreißt der Sturm ein Segel, dann muss er ran. Die Segel werden dann von den Kadetten heruntergeholt und hier unten geflickt. Wir haben hier hinten die Segelkoje und da haben wir einen kompletten Segelsatz aber auch noch mal zur Verfügung. Sollte also der Sturm uns ein Segel so kaputt gemacht haben, dass wir es nicht mehr retten können oder flicken können, dann müssen wir halt ein Ersatzsegel nehmen. In einer Woche ist die Ausbildung auf See zu Ende. Die Kadetten legen ihre Prüfungen in Wetterkunde und Navigation ab. Schummeln wird bestraft. Es ist wie in der Schule. Die See hat sich beruhigt. Nach der Prüfung hat Friedrich Hofmann Dienst auf dem Ausguck. Er sucht das Meer nach Treibgut ab und ist froh, wenn er mal seine Ruhe hat. Da hat man immer so 2 Stunden Zeit, ein bisschen in sich zu gehen, ein bisschen runterzufahren. Ich finde es auch mal ganz schön, ein bisschen abzuschalten und einfach nur aufs Wasser zu gucken. Aus Sicherheitsgründen ist er angeschnallt. Die Marineführung hat aus einem Unglück gelernt. Vor 7 Jahren war eine Kadettin auf diesem Posten über Bord gegangen und ertrunken. Abends dürfen alle mal mit bordeigenen Satellitentelefonen zu Hause anrufen. Sophie Zilonka meldet sich bei ihrem Freund. Da weiß er auch, mir geht's gut, ich bin nicht seekrank, alles gut. Bin nicht über Bord gegangen, genau. Und das ist dann immer ganz schön zu wissen, wie es dann dem anderen natürlich geht. Inzwischen sind sie 5 Wochen auf See, seit sie in Dublin an Bord gegangen sind. So langsam sehnen sich alle nach dem eigenen Bett, dass sie selbst bestimmen können, wann sie aufstehen, ohne Gepfeife und Geschrei. Und auch das kleine Bad geht ihnen zunehmend auf den Wecker. Worauf ich mich freue, wenn ich mich abends in mein Bett legen kann, ohne es erst aufbauen zu müssen. Und morgens aufstehen kann, ohne es abbauen zu müssen. Natürlich hat jeder Kadett zu Hause ein eigenes Zimmer. Ja, das habe ich. Ein eigenes Zimmer und ein eigenes Bett. Das Einzige, womit ich das teile, ist mit meiner Freundin. Ja, ich freue mich schon auf mein eigenes Bett. Also, ich mag mein Bett schon ganz gerne. Und so ein bisschen mehr Platz ist auch schon ganz schön. Die Ausbilder merken, dass die jungen Leute langsam auf dem Zahnfleisch gehen und haben für den Nachmittag zur Abwechslung ein Sportfest organisiert. Sogar der Kapitän macht mit. Ankommen ist das Ziel. Das Meer ist blau. Niemandem ist schlecht. In jedem Team sind nicht nur Kadetten, sondern auch Offiziere und Unteroffiziere, die sich gegenseitig anfeuern. Komm hoch, Schein! Komm, Freddy! Jawohl, in die andere Richtung wieder. 19! Andere Richtung! Begeistert sind die Kameraden von Annika Walter. Frau Hauptgefreite schwebt wie ein Klammeraffe über Deck und schafft es, sich fast 7 Minuten so zu halten. Nicht, dass Sie einen Sonnenbrand kriegen da oben, Frau Walter. Sie müssen Frauen und Bänke übers Deck schleppen, Kleiderbügel werfen und Prominente erraten.
Für jeden ist etwas dabei. Der Höhepunkt ist das Schiffsrennen. Seit Beginn der Reise haben sie an den winzigen Booten gesägt und geklebt. So ein Atlantik-Sportfest, das gibt Möglichkeit, sich mal richtig auszupowern, auszutoben, auch mit den Vorgesetzten, mit den Kameraden halt Spaß zu haben. Das war schön, ja? Die ganzen Kameraden so sportlich, aktiv zu sehen und hat schon Spaß gemacht. Ganz viel Spaß hatten wir auf jeden Fall, auch mal ein bisschen Dienstgrad übergreifen. Wir hatten ja einen Offizier dabei, einen von der Stammmannschaft und wir haben uns super verstanden. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen näher kennengelernt. Am nächsten Morgen. Nur noch 2 Tage bis Cadiz. Sie werden heute Nachmittag alle die Möglichkeit haben, sich Ihren Spind mal genauer anzuschauen. Alles, was Sie hier am Anfang Ihres Lehrgangs erhalten haben, geben Sie logischerweise in den nächsten Tagen auch wieder ab. Gibt es noch irgendwelche Fragen von Ihnen an mich? Traut sich überhaupt einer mal eine Frage zu stellen? Klar, trauen sich immer welche eine Frage zu stellen. Gut, gibt sonst nichts weiter? Nach vorne, weg! Kapitänleutnant Michael Klüffkorn aus Schwerin hat heute Dienst auf der Brücke. Halsen, Fall ab zum Halsen, Steuerbord 20! Oh, Leute, die Backbord aus der Presse! Vier in Steuerbord! Die Gorch Fock nimmt Kurs auf Cadiz. Eins, zwei, eins, zwei. Hu, 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 weg, hu, weg, vor, top, vor, top! Oh, der Bram raus! Und los! Rast mich ab! Und los! Das macht sehr viel Spaß, ja. Das geht nur im Team, ja, wenn alle mithelfen. Und man merkt auch sofort, wenn einer sich bloß reinlegt oder nur die Lose rausholt, nicht zieht, ja. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eigentlich stehen bleiben an der Reue. Williger die Bram. Verstecken kann sich also keiner. Jeder muss sich reinhängen, mitmachen. Das sollten sie hier lernen. Ein Team werden, sich aufeinander verlassen. Deswegen haben Marine und Schiffsführung gekämpft, dass die Gorch Fock als Ausbildungsschiff erhalten bleibt. Es ist schön zu sehen, was man mit vielen Leuten alles erreichen kann. Also das, ja, und das finde ich, dass wenn man das Ergebnis sieht, was man zusammen geschaffen hat, dann gibt es ein sehr gutes Gefühl. Ein letztes Mal aufentern, die Segel einholen. Ein letztes Mal darauf achten, dass wirklich jeder gesichert ist. Wie gesagt, da hat die Marine gelernt, auch die Schiffsführung hat gelernt. Ja. Die ist ja auch durch ein hartes Tal der Tränen damals gelaufen. Ja. Die Ausbildung ist besser geworden. Das Personal ist auch besser geworden im Verhalten. Wir lassen keinen hochgehen, der körperlich nicht in der Lage ist. Wir fragen nach, ob die sich mal in der Lage fühlt oder nicht, dass sie hier sicher hochgehen. Hallo! So, Windsäcke wegpacken, los in die Mitte ziehen. 40 Meter über Deck. Ein letztes Mal holen sie die Segel ein. Sorgfältig einwickeln, gut laschen, damit der Sturm sie nicht losreißt. Die letzten Seemeilen fahren sie mit der Maschine. Und richtig rein. So, linken Gelbogen drauflegen. Urlaub. Friedrich Hofmann hat hier seine Bestimmung gefunden. Er will bald mit dem Studium beginnen, dann auf die Gorch Fock oder eine Fregatte zurückkehren. Nils Stockfisch ist auf hoher See zum Philosophen geworden. Es hat wirklich was, auf das weite Meer hinauszuschauen. Da weiß man, dass man auf jeden Fall hier richtig ist. Sven Fordens Opa in Ostfriesland ist auch mal zur See gefahren. Sein Enkel ist kein Prinz auf der Erbse mehr, ist nicht eingeknickt. Der Opa wäre stolz auf ihn. Ich möchte zur See fahren, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so schnell Seefahrer geworden bin. Wir waren ja so lange noch nicht auf der Fock. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich sowas ein Leben lang machen kann. Zur See fahren, ja, auf jeden Fall. Sie haben sich gegenseitig auf eine Art und Weise kennengelernt, was, glaube ich, auch nur an Bord eines Segelschulschiffes zu vermitteln ist. Die Segel sind eingeholt. Es ist alter Brauch, fast am Ende der Reise, das mit einem Umtrunk zu feiern. Es gibt einen sehr lütten Schnaps und Apfelsaft. Heute Abend ist frei. So, austreten, Ozilonka, Herr Böhme. Natürlich wird wieder gepfiffen. Der erste für Neptun. Wir sind schon an. Wir sind schon an. Prost. Prost. Auf eine gelungene Reise. Ein gutes Ende der Reise.
und aufs Putzen morgen. Schönen Abend, Kameradinnen und Kameraden. Auch die Uniform wird auf Vordermann gebracht. Friedrich Hofmann will schneidig aussehen an Land. Ja, also die Vorgesetzten achten da schon sehr drauf, dass man einen korrekten Anzug anhat. Ist ja auch richtig, man soll ja nicht abgerissen und zerknittert hier rumlaufen. Und dann reicht es eben nicht mehr nach dem Waschen, das Hemd einfach nur auf dem Bügel zu hängen. Dann muss es eben gebügelt werden. Nils Stockfisch und Sven Forden haben auf dieser Reise nähen, Kartoffelschälen und bügeln gelernt. Mutter und Freundin werden begeistert sein. Zu Hause hat das immer meine Mutter für mich gemacht. Und jetzt muss man selbst dafür sorgen, dass man ordentlich einen Anzug trägt. Und das ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung, aber ist ja auch gut, so wird man ein bisschen selbstständiger. Ich werde auch zu Hause dann in Zukunft auf jeden Fall selber bügeln. Ja, werde ich. Das habe ich mir vorgenommen, das lasse ich nicht mehr machen. Am letzten Tag wienern und putzen sie noch mal alles auf Hochglanz. Die Gorch Fock ist schließlich ein Aushängeschild der Marine. Nach 6 Wochen auf See freuen sie sich jetzt auf zu Hause. Zum Beispiel sowas wie Privatsphäre oder so, das ist halt einfach nicht möglich. Aber ich freue mich, wenn ich sie wieder habe. Dass man auch mal irgendwo eine gewisse Zeit lang allein sein kann. Und hier ist man ja ständig von wem umgeben. Und ja, ich glaube, darauf werde ich mich freuen, wenn ich mal wieder ein paar Momente nur für mich allein habe. Ein bisschen über die Welt nachzudenken. Ja, also die Privatsphäre ist schon eingeschränkt. Ja. Für Dauer wäre das nichts für mich, aber jetzt die 6 Wochen komme ich damit klar. Teil der Ausbildung ist halt so. Ja. Und nach 6 Wochen liege ich wieder mal im gemütlichen Bett und habe eine schöne Erinnerung. Ja, also ich finde es ganz gut. Also ich habe es mir ja viel schlimmer vorgestellt. Ich dachte auch, ich würde... Cadiz liegt nur noch ein paar Seemeilen entfernt. Der Kapitän ist erleichtert, dass er alle Kadetten wieder gesund nach Hause bringt. Ich fahre nun seit so vielen Jahren zur See und man weiß einfach, dass es keine hundertprozentige Sicherheit auf See geben kann. Die Seefahrt birgt immer ihre Gefahren mit sich und wenn man dann mit Kameraden, die das Gehen lernen, an Bord zur See fährt, in doch anspruchsvollen Revieren, dann ist es immer auch eine Erleichterung, wenn wir gemeinsam dann wieder einlaufen und ich die Kameradinnen und Kameraden, wie es den Eltern versprochen hat, auch heil wieder nach Hause bringe. Cadiz ist erreicht. Auch das hat Gorch Fock gesagt. Gottes sind Wogen und Wind. Segel aber und Steuer, dass ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Das haben Friedrich Hofmann, Sophie Zielonka und ihre Kameraden hautnah erlebt. Morgen gehen sie von Bord und fliegen nach Hause, zu Mutti. Dann kommen die nächsten Kadetten. Dann auf, passt, Muttersache, Stiegestand, Bibelfolge, nach vorne, weg!